Hi, grüßt euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Video geht es um das ganze Thema Datenmanagement und Workflow. Gerade nach der Produktion eines Imagefilms ist es sehr, sehr wichtig. Hier gibt es einige Sachen zu beachten, die ihr auf jeden Fall nicht verkehrt machen wollt. Also auf jeden Fall dranbleiben. Viel Spaß! Ja, grüßt euch Leute, ich bin Paula. Auf meinem Kanal dreht sich alles ums Filmmaking, Technik-Reviews, aber auch um DaVinci Resolve Tutorials. Wenn das also was ist, was dich interessiert, dann würde ich mich sehr über ein Like und natürlich ein Abo freuen. Danke. Also das ganze Thema ist natürlich eine Playlist bzw. eine Serie, wo wir uns um das ganze Thema Imagefilmproduktion beschäftigen. Wir haben angefangen vor allen Dingen mit der Verhandlung, denn das ganze Thema Pre-Production, dann haben wir über das Thema Production gesprochen. Jetzt sind wir quasi schon zurück am Computer, haben alles abgedreht, was ist jetzt also entscheidend. Wenn dich die ganzen anderen Inhalte interessieren, dann einfach mal durchscrollen, habe ich als Playlist angelegt, dann kannst du dir das da auch anschauen. Also, wir haben das ganze Thema jetzt gefilmt und haben natürlich alles auf unseren Speicherkarten, auf unseren verschiedenen Kameras, wie auch immer. Das Wichtigste ist, wenn wir das Ganze an den Computer anschließen, dann wollen wir das mindestens, ich mache es immer, auf 3 verschiedene Festplatten halt sichern. Und ihr wollt nicht den Fehler machen, dass ihr beispielsweise erst auf die eine Festplatte kopiert und dann von dieser Festplatte auf die anderen, weil es passieren nämlich häufiger Fehler beim Datentransfer und dann könnte es sein, dass irgendwelche Dateien kaputt sind und die würdet ihr dann weiter backuppen. Ne? Deshalb immer ganz wichtig, immer von der Karte auf die jeweiligen Festplatten dann das Backup machen. Dann ist es natürlich ganz wichtig, euch eine bestimmte Ordnerstruktur anzulegen, weil nichts ist schlimmer, wenn ihr dann irgendwie da diesen Ordner aufmacht und da herrscht das pure Chaos drin. Deshalb, ich mache das immer beispielsweise nach Tagen, Shooting Tag 1. In dem Ordner sind dann die verschiedenen Kameras und da sind dann die verschiedenen Clips drin. Und wenn ich jetzt meinetwegen 3 Drehtage hatte, dann habe ich im obersten Ordner 3 Ordner, wo dann meine 3 Shooting-Tage drin sind mit den verschiedenen Kameras, beispielsweise Kamera A, Blackmagic Pocket, Kamera B, Canon EOS R6 und dann noch die Drohne, vielleicht noch Audio und so weiter und so fort. Also es ist ganz wichtig, dass ihr das Ganze geordnet haben wollt, weil das auch ganz wichtig, wenn ihr später mal an dem Projekt weiterarbeitet, dass da dann halt einfach nicht das pure Chaos drin herrscht und das veranfacht euch dann die Arbeit entsprechend. Wenn wir das Ganze dann im Schnittprogramm öffnen, hier empfehle ich euch, das Ganze am besten von einer SSD aus zu bearbeiten. Entweder ihr habt eine SSD angeschlossen, Samsung T5 ist da vielleicht ganz gut, oder ihr habt eine interne SSD. Von der würde ich einfach schneiden, weil lässt sich das einfach am angenehmsten und am schnellsten schneiden. Und dann wollt ihr natürlich auch in eurem Schnittprogramm eine gewisse Ordnerstruktur anlegen. Und das ist einfach ganz wichtig, dass ihr da einfach nie den Überblick verliert. Hier ist natürlich auch noch ganz wichtig, dann dort die Musik hineinzuziehen, die bestimmten Soundeffekte, Ton, was auch immer, ne, Logo, alles in verschiedene Unterordner. So, und in meinem Ordner auf dem Computer habe ich dann auch noch einen Ordner, der nennt sich dann fertige Videos und hier rendere ich dann alle Videos rein und label die dann halt immer auch nach verschiedenen Versionen und habe dann dort auch Zugriff auf die älteren Versionen. Wenn ich dann das Ganze geschnitten habe, ist es natürlich auch sehr wichtig, dass ich die Schnittdatei mit exportiere und das mache ich auch einfach, um die zu sichern und dann mache ich das Langzeit-Backup, das heißt also, ich sichere die dann auf 2 externen Festplatten, ja, 2 verschiedene Backups und dann lade ich das nochmal auf Google Drive hoch, um ja, dort auf jeden Fall auf der sicheren Seite zu sein. In diesem Zusammenhang möchte ich dir von meinem Kurs Filmemacher Pro erzählen, weil Filmemacher Pro Mitglieder haben exklusive Boni. Einer davon ist auch der unbegrenzte Google Drive Speicherplatz, den ihr für sehr, sehr wenig Geld erwerben könnt. Wenn dich das ganze Thema Imagefilme produzieren interessiert, dann vielleicht auch mein Kurs, wo ich dir zeige, wie man professionelle Imagefilme dreht. Dazu gibt es ein kostenloses Webinar, wo ich dir meine Top 10 Tipps für professionelle Imagefilme verrate, sowie meine Top 5 Tipps für ein erfolgreiches Filmemacher-Business. Das Ganze ist unten verlinkt. Schreib dich einfach mal ein ins kostenlose Webinar und kannst ja da für dich entscheiden, ob das für dich ist oder nicht. Im Kurs gibt es dann natürlich auch ein Live-Editing von einem Imagefilm, den ich für die Schwäbisch Hall AG produziert habe. Und da siehst du dann von Anfang bis Ende, wie ich Imagefilme halt schneide, um dort im Schnitt halt auch für den Kunden ein richtig gutes Ergebnis zu erzielen. Also, wenn es für dich interessant ist, dann auf jeden Fall mal einschalten. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dahin, Leute. Ciao.